Für diese Lektion benötigen wir wohl den am meisten benutzten Variablentyp, den Typ Boolean oder auch Bool genannt. Damit du lernst, was dieser macht, folgt eine kleine Übung. Bitte beantworte folgende Fragen mit wahr oder falsch. 5 ist kleiner als 10. Das Wort Banane hat 17 Buchstaben. Personen über 18 sind volljährig. Roboter können durch Wände fahren. 5 ist größer als 10. 6 ist größer als 5 und 6 ist kleiner als 8. 1 plus 1 ist gleich 2. 1 plus 2 gleich 3. Und wie oft hast du laut falsch gesagt? Passt, ich auch. Du hast also verstanden, worum es geht. Diese Auswertung, ob etwas wahr oder falsch ist, kann dein Computer auch machen. Und das Ergebnis, also ob etwas wahr oder falsch ist, kann im Variablentyp bool gespeichert werden. Sehen wir uns mal diesen Code an. Ja, die meisten Aufgaben können wir ganz einfach im Code anzeigen und der Computer kann uns dafür dann immer den richtigen Wert liefern. Ich habe hier den Code mal vorbereitet mit den Aufgaben von vorhin. Und hier sehen wir auch schon Zeigtext, ganz viele Zeigtextaufrufe mit den jeweiligen Aufgaben. Also hier 5 ist kleiner als 10, Banane, die Länge der Banane ist 17, 5 ist größer als 10 und so weiter und so fort. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, ich zeige es dir jetzt nur mal so nebenan, das heißt, ich führe das jetzt mal so aus, dass du das schön siehst neben den Aufgaben. So, die erste Aufgabe zeigt der True an. Die zweite zeigt der 5 an. Klar, das Wort Banane ist hier nicht mit 17 Buchstaben. So, die nächste ist wieder false, weil 5 nicht größer 10 ist. Das nächste ist True. Das heißt, dieses fast komplizierte Gebilde ist tatsächlich wahr. Die nächste ist 1 plus 1 ist gleich 2. Da sagt der Rechner auch True. Und den nächsten haben wir absichtlich hier mal falsch gemacht. 1 plus 2 ist gleich 4. Das stimmt natürlich nicht. Die meisten Aufgaben können wir ganz einfach im Code anzeigen. Und der Computer kann uns immer den richtigen Wert liefern. Dafür benutzt der Computer die Worte true und false, was so viel bedeutet wie wahr und falsch. Aber warum brauche ich das nun? Nehmen wir uns ein kleines Programm vor. Der Benutzer soll sein Alter angeben und das angegebene Alter speicherst du in einer Variable ab. Danach speicherst du das Ergebnis, ob das Alter des Benutzers größer oder gleich 6 ist. Wir wollen also erfahren, ob der Benutzer alt genug ist und diese Tatsache möchten wir gerne ausgeben. Schauen wir uns mal die Lösung an für diese Aufgabe. Also, wir holen uns das Alter mit der Funktion hole Zahl von der Tastatur und danach speichern wir ab diese Operation, also Alter größer gleich 6 und dieses Ergebnis speichern wir in der Variable ab, Nutzer alt genug. Ja, und dann machen wir den Zeigetext hier noch mit einem String davor, damit das ein bisschen schöner aussieht und sagen, und geben das mit aus Nutzer alt genug. Ja, schauen wir uns das jetzt mal an. Führen wir das Ganze mal aus. Ich lade den Roboter neu und starte ihn. Und ja, jetzt geben wir einfach mal unser Alter an. Sagen wir mal, wir sind 4 Jahre alt. Und dann sagt der Roboter, Benutzer alt genug, false. Wir sind nicht alt genug. Ja, probieren wir das gleiche nochmal mit dem anderen, mit der anderen Variante. Sagen wir mal, wir sind schon 16. Dann sagt er uns, Benutzer alt genug gleich true. Ja, dieses Ergebnis ist jetzt nutzbar und wir können es anzeigen. Ja, wollen wir mal schauen, was man noch so rausfinden kann.